Gruppe voll. Dann geht's jetzt los. Strato Day. Ach. Jetzt hat er jemanden. Schlüssel. Teil vergessen. Hinzu. Auf dem Weg zur Heilerrobe. Das wäre doch was. Ja, das ist ein bisschen spät, Kollege. Sorry. Das ist vor allem auch die Gruppenkombi, die ich gerne haben wollte mit einem Mili. Gestern war ich da mit Tank halt und zwei Mili-DDs drin. Das war halt beim Baron mega ätzend. Bin ich ja gut mitgestorben, muss ich sagen. Aber ich bin dann gestorben beim Baron. Und dafür habe ich. Wir haben es geschafft, aber es war halt. Was, wie schnell das jetzt ging mit dem Tank auch. Oh, Kami hatte schon gesagt, also der Krieger, der sich gemeldet hat, ja, ist mir egal, Tank. Ich bin schon voll gut. Tut nur die Idee, es meldet sich noch ein Tank. Ja, Strat Living fehlt mir natürlich auch noch, aber Strat Living möchte ich irgendwie nicht. Ganz. Kann ich nicht so sagen, dass mir das gefällt da. Gibt es tatsächlich Heilerschultern? Und hoffe, dass wir das wieder hinkriegen. Wir sind immer noch relativ nervös, muss ich sagen. Und bis jetzt hat alles funktioniert, auch Moncore oder Uni oder Cholostrat, ne? Die Düsterbruch-Runs.
muss nur an die Geiseldaten denken. Ich möchte halt dieses gute Trinket haben, um auch die Geiselsterne sammeln zu können. Damit zumindest machbar, weil man so viel Caster-Kram verliert. Oh Gott. Mama mia, Montag und kann brauch schon wieder Wochenende. Das wär's. Frier auch irgendwie, muss ich sagen. Ist die Kapelle. Oh, schauen wir mal. Gestern auf dem Weg hierhin bin ich natürlich genau in diese Patrouille reingerannt. Die immer umrennt. Renne ich hier eigentlich lang? Oh. In der Maus. Nee, hau ab. Irgendwas geendet, ja. Oh, groß. Nee, doch gar nicht. Das war gar nicht ganz groß. Die Pestländer, Waldtor. Ey, na, schon all da. Nein! Open, 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 open! Thank you. Parrot. Er hat auch schon ZTG-Kram an. Der Hunter. Der kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ich glaube, ich habe LBS, glaube ich, mit dem gemacht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Oh, Akku 40, jawohl. Sieht auch nach Nax aus. Juhu. Oh, Nax, Nax. Alter. Ich glaube nicht, dass unser Tank tanken wird, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist halt so, ja, daher.
Ach hey, Totenkopf X, bei Gruppen immer erst die Non-Elite töten, dann die Markierung. Gerd-Schild, Alter, was geht denn da ab? Kill Order Ampelsystem. Nur okay. Wollen wir mal. Los. Oh. Das war mehr los als los. Die Kursen, hallo, mach mal. Wieso habe ich denn Aggro? Imperiale rote Robe, Wahnsinn. Was hier nicht alle gibt. Gestern hatten wir sogar den Baron eigentlich, wir haben einen Vibe gehabt und der hat uns sozusagen, hätten den Tamon sogar geschafft, obwohl wir ihn ja nicht brauchten, ne? Aber ist schon gut eigentlich. Aber bitte ordentlich pullen. Ach, scheiße, ich finde das schon wieder schlecht. Die kriegen beide eindeutig weniger Schaden als der Tank gestern. Der hat aber auch gepullt wie Box vom Berg, ehrlich, das war... Puh. Wenn er dann eine ganze Gruppe gepult hat, hat er immer nur einen Mob angetankt und dann wurde, war Heilerbeschuss. Der hat ja schon Kelchara hier und alles, also so schon. Ich bin felsenfest der Überzeugung, dass es heute eine Robe gibt. Ich habe gestern Stimmen, da wurde gesagt, die Robe ist seltener als das Mount. Ich hoffe nicht. Obwohl die echt nicht schön ist, die Robe, ne? Die ist echt scheiße hässlich. Oh nein. Nein. Jawohl. Ja, Schild kriegt nochmal 4 Schutz.
What the f... Mann, oh mehr. Was kam denn da alles dazu? Ach, da hinten die auch noch. Okay. Okay. War ein bisschen viel. War ja dann irgendwann noch eine dritte Gruppe dabei. Krieg natürlich. Sorry, mein Fehler. Erst die alle Patz machen. Ja. Ja, Tank. Ist ja aber auch nicht schlimm. Ich finde das einfach. Das ist nun echt nicht tragisch. Fehler passieren ja auch. So. So. Das passiert ja auch so leicht. Ich habe mir ja immer angewöhnt, wo ich noch getankt habe, die alle zu diesem Gittertor zurückzuziehen fast. Das war für mich immer das Sicherste. Das Gefier und alles, das ist einfach zu krass. Und naja. Wir müssen buffen. Und Villamana, meine Herren. Waffenmist, ja, shit. Ja, ab geht's. Ich bin zum Schweigen gebracht, ja, pfui. Ein 77%, jo. Komm, sehr schön. Traumhaft. Alter Glockkäse, mega. Alter, der Krieger, den wir da haben, ne? Oh, das wird Rekord, das wird ein neuer Rekord. Bam, bam, bam. Mega. Ja, Schmuh vom Feinsten. Der hat aber auch nur Schmuh.
er denn hin? Okay, gibt's hier schon die Geiseldaten? Nö. Ein Buch, ne? Das liegt doch in den Ziggurats drin, meine ich. Die Daten müssen wir mal im Auge behalten. Was ist das für ein Schmu mit dem Dekursen? Ah. Scheint irgendwie manchmal nicht so richtig zu funktionieren und er hat mehrere Stapel drauf, aber das sieht man glaube ich in Voodoo gar nicht, ne? Der Baron war tatsächlich bis jetzt das Schwerste, was ich bis verteilen musste hier in Classic, muss ich sagen. Den fand ich mies. Da habe ich noch nicht so den richtigen Weg gefunden, wie man das im Idealfall macht, muss ich sagen. Diese Aura mit dem Schaden, da stand ich dann selbst auch noch ein bisschen drin. Ich glaube, ich mache vielleicht mal Schattenschutz noch vom Boss. Ich mache das noch einen Unterschied. Mir ein bisschen Sorgen immer, der Baron. Cool. Was machst du? Ah, da kommt ein Gargoyle. Ja, das kann halt auch schnell passieren hier mal. Das Pullen als Tank hier finde ich ist schon anspruchsvoll, aber es macht Spaß. Ach, der Baronan ist auch vorbei, wenn man stirbt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ach, der räumt hier weg, weil die ja übernimmt. Okay, sehe ich ein. Macht auch Sinn. Nur einer, ne, einer ist stehen geblieben. Okay. Ja.
rotiert auch, ne? Anlegen. Minus 15. What the fuck ist das denn? Okay. Angriffsstand. Banshee-Finger. Zauberstab. Frostwiderstand. Wenn ich ihn gewonnen hätte, hätte ich ihn angezogen. Ja, den Banshee-Finger. Aber er ist halt nichts, worauf man needet, oder? Das ist ja Quatsch. 10 Frostwiderstand. Was wäre jetzt was, wenn ich... Vielleicht zieht man den an, wenn man Nax raidet. Ja, aber... So... Brauchen wir sowas nicht. Ja, schade, ich wollte eigentlich natürlich meine Quest auch mit dem Wasser halt leer machen, voll machen, aber er hat halt gefragt, der Okami, der Krieger, der braucht das wohl irgendwie. Ich weiß nicht, wofür man das Wasser braucht. Vielleicht für einen Raid oder so. Ah, oh, mein Güte. So wichtig ist die Quest dann jetzt auch nicht. Krieg ja die andere fertig. Ja, 4 Schutz haben die noch. Dann kriegt der auch mal einen 4 Schutz. Haben hier Leute, zwei Leute jetzt in 4 Schutz. Aber die kommen jetzt nichts, die Gegner. Oh, warte mal. Der hat auch wirklich gestern kreuz und quer gepult, ne? Dann hat er geaddet und dann ist so ein Off-Tank halt, wir hatten auch einen Krieger, der den dabei immer in die Gruppen und hat mir die Aggro vom Hals gehalten, ne? Und der Tank ist dann immer weiter und hat schon wieder weiter gepult, während man noch irgendeinen Add-Pull hatte und alles, ne? Das war so ein Chaos. Och. Das hat halt echt noch alles ohne Vibe funktioniert. Ja, genau, gewiped sind wir nicht. War schon sehr unschön, alles im Teil. Gerade wenn du noch so ein heiler Anfänger bist, war ich doch recht überfordert. Voll Aquamarin. Was ich für mich sehr stark gemerkt habe hier am Heilen schon ist, dass die Kursen so viel bringt. Also nicht alles wahrscheinlich, ne? Aber ich sehe halt den Unterschied nicht, was schlimm ist und was nicht. Aber teilweise, wenn du die Sachen drauf lässt, kriegen die alle so viel Schaden.
Gargoyle. Oh, wir haben noch zwei mit 4 Schutz. Kommt der dritte mit 4 Schutz. Kommen gar nicht zum Vieren hier. Mega Lack, dass wir jetzt wieder so einen riesen fetten DD dabei haben. Das ist natürlich hier alles sehr angenehm gerade. Wir haben alle Anti-4. Macht ja nichts. Wenn ich das nochmal erleben darf, er hat tatsächlich mal ein bisschen Wasser gekriegt. Rekordzeit, nein, gib mal Gas hier. Ach, Schatten, nee. Nicht schön. Der hätte, glaube ich, meine Stiefel der Gläubigen haben können, glaube ich. Ja, war auf jeden Fall auch cooler gewesen als das, was ich gerade trage. Weit. Wie bitte? Ich hätte die Geiseldaten übersehen. Doof. Ich war doch in allen drei Figurats drin. Whatever, whatever. Vielleicht rennen wir gleich noch ein bisschen zurück. Immer ein bisschen schwierig, weil die Gargoyles immer wieder spawnen, recht schnell, ne? Aber. Ja. Nein! Ach, zum Schweigen bringen ist hoch. Das läuft trotzdem einiges besser als gestern. Stab der Intelligenz.
Jawohl. Es gibt für mich aber Geld wieder was, ne? Also beim Händler schon 4,5 Gold. Hammer. Gibt es eine Klasse, die so krass auf Int abfährt? Eine Skillung oder so? Vielleicht gucken wir auch, ob wir den mal Haar wegkriegen. Das war auch gestern der Shit. Hier bei dem Boss kommt, da ist der Tank noch rein und der Off-Tank ist schon da reingelaufen und das Event gestartet. Dann hat es ja am Ende natürlich erstmal weniger Leute. Weniger Schaden und dann wird der Boss hier echt eng am Ende. Aber das war. Wir hatten halt zum Glück einen Druiden dabei. Der war halt super für Anregen. Ne? Da hat er noch zwischendurch wieder viel gepult für die Erneuerung gemacht. Das hilft dann natürlich schon extrem. Jawohl, wir haben den Schlüssel zur Stadt. Cool. Also darf ich jetzt ganz, wie heißt es? Mit ruhigem Gewissen Stratgruppen suchen. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, dass ich keinen Schlüssel habe. Geht es jetzt hier los? Ich finde nach Rammstein diese Massengruppe total schlimm. Die habe ich gestern. Habe ich das mir direkt der Hexer verreckt?
Ein Hexer hier angucken. Was hat der für Schultern? Oh, der hat schon die Schultern, die jeder will. Hallo, guten Abend. Jetzt kommt was Mana trinken hier. Damit wir dann nach dem direkt beim Boss ein volles Mana haben hier. Und jetzt natürlich sehr minimalistisch, wenn jetzt der Boss hinterherkommt. Geht aber eigentlich, so müde bin ich heute nicht. Das war letzte Woche dann auch viel schlimmer. So. Aber so. Ja, war es auch. War auch mal ein bisschen angenehm, ein bisschen erfrischender sozusagen. Rücken der Ehre, so ein Schmo. Das hat ja auch super geklappt. Was ist denn hier los? Das Mana trinken. Jetzt kommt nämlich diese Fünfergruppe. Haben wir denn hier gewonnen? Auch wieder nur Schmu. Ja, freue ich mich auch. Und wenn wir in den Zoo ankommen. Ich brauche echt dringend Kram. Ich kriege viel zu viel Flockenfutter. So. Okay, dann hoffen wir mal. Dankeschön. Wünsche euch dann noch viel Spaß und eine gute Nacht. Na, und jetzt hoffen wir, dass wir gleich unsere Heilerrobe kriegen. Ja, sehr schön, hat doch gut geklappt. Dann gibt es hier da.
Oh bitte, oh bitte, oh bitte, oh bitte. Ist kein Scheiß, Baron. Ich schaff das ohne dass jemand stirbt. Hey. Los, los, los. Ach, da hinne. Jawohl. Hat genau gereicht mit dem Mana. Und es droppt nur Scheiß. Boah, nur Dreck. Toll, toll, toll. Hat ja wieder, das war ja super. Aber was soll's? Wir gehen jetzt mal weiter. Kami, das sammelt noch. So, und wir gucken jetzt mal in den Ziggurats. Also wir müssen da irgendwas übersehen haben. Wäre auch fast unser Ausflug fast zu Ende gewesen. Wir hätten auch schon fast die Ghouls mitgenommen. Hier liegt nichts. Dann mal weiter. Warte mal, dass hier jetzt hier kein. Bin ich denn hier durchgerannt? Blind bin ich hier durchgelaufen. Da ist es. Himmelarsch. Mal rein. Ja. Schöne Fotos müssen sein. Jetzt müssen wir zur Kapelle die abgeben. Dann haben wir unsere gute Anstecknadel.
Ja, das Wasser von Stratholm kriegen wir dann bestimmt beim nächsten Mal fertig. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Noch hier für Tempel. Nee, nee. Gehen jetzt hier nicht in Tempel. Prätor. Wow. Hier drei Schurken. Jetzt dann noch an. Was hatte ich in der Gruppe? Im Raid? Auch welche von den ganz guten Gilden hier bei uns. Schon schick. Deswegen habe ich mich dann da auch zu entschlossen, mich für nächste Woche dann da wieder anzumelden, war es einfach super. Oh, da fragt direkt einmal eine Gilde, ob wir noch was machen wollen. Können wir gerne machen. Okay. So. Tja, was soll man machen? Das ist die Frage jetzt. Scholo. Strato D ist einfach im Moment das Sinnvollste, ne? Weil es einfach da diese scheiß Robe gibt. Die ist einfach mal sowas von Pre-Biz, das ist, ne? Nur diese selbstgeschneiderten sind nochmal besser. So, ja, keine Ahnung. Wohin? Erstmal so gute Anstecknadel. Hier haben wir nochmal so ein schönes Ding für 5 Gold gekriegt. Das ist auch nicht schlecht. Gut. Gut, gut, gut hier. Schönen guten Tag. Mhm. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Können wir hier irgendwo was verkaufen? Hier gab es auch irgendwo so einen Schmied da. Redet mit mir. ...349 Gold. Wahnsinn, was kommt denn da alles zusammen? Ja, das war aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schicker Strat dran. Mal sehen jetzt, wo es jetzt mit unserem Gildenkollegen weitergeht. Schauen wir dann.